Zwei Wochen vorbei, das bedeutet eine neue Folge von PS auf RTS und damit herzlich willkommen. Diesmal gibt's nicht nur Rennsport auf höchstem Niveau, sondern auch etwas für gemütlichere Stunden. Für unseren ersten Beitrag habe ich mich sogar selbst auf die Straße begeben. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe hier aus Freilassing von Zimmer Caravan. Heute mit dem Wohnmobil und mit meinem altbewährten und bekannten Profi, dem Stefan. Ja, Stefan, hi. Grüß dich. Zeig uns doch ein paar Highlights von deinem Gerät. Ich habe dir was mitgebracht. Und zwar ein kleines Stadtfahrzeug, dem du auch gerne mal ins Grüne fahren kannst. Ja. Ja, mit der elektrischen Trittstufe. So Stefan, das ist aber bestimmt nicht das einzige Highlight dieses Caravans. So ist es. Bitte, schauen wir uns drin mal um. Über die Trittstufe. Also, wie du siehst, innen eine neuartige Möbelfarbe, nennt sich Titan. Mhm. Für jüngere Leute, denke ich mal, wirklich ganz gut. Trotz der geringen Abmaße hast du hier drin viel Platz und großen Stauraum. Du kannst sehr viel mitnehmen, du kannst deine Fahrräder mitnehmen oder auch Koffer, was auch immer du möchtest. Und das schauen wir uns jetzt mal an. So Stefan, jetzt Stauraum. Schau dir den Stauraum an. Also Stefan, ich sehe Liege bis Sonnenschirm, alles dabei. Genau, du hast jetzt alles dabei. Du kannst auch alles drin lassen, wenn du möchtest. Das Auto ist dennoch absolut alltagstauglich. Du kannst damit doch jeden Tag zur Arbeit fahren, wenn du möchtest. Alltagstauglich, schön und gut. Ich würde aber jetzt viel lieber auf Urlaub fahren. Stefan, leihst du mir die Schlüssel? Selbstverständlich leih ich dir die Schlüssel. Ich habe sogar schon das Bett vorbereitet, du kannst sofort losstarten. Das werde ich jetzt tun. Also, den Schlüssel habe ich jetzt. Fehlt mir nur noch jemand zweiter für ein kleines, gemütliches Wochenende. Und zwar hole ich jetzt die Lisa ab, die fährt sicher mit mir ein bisschen ins Grüne. Hallo Schatzi! Ja, grüß dich! Ab in den Süden. Ma, da ist schön. Können wir da stehen bleiben? Ja, klar, da bleiben wir stehen. Lisa, warte, Moment. Ein Highlight. Wow! Super lässig. Das ist ja cool. Ja, aber ist nicht das Einzige. Okay, also ich bin eigentlich ziemlich begeistert von diesem Caravan. Ich weiß nicht, wie viele Schubladen, Fächer etc. ich schon aufgemacht habe, aber es gibt immer noch Schalter, Knöpfe und Hebel, die ich noch nicht umgelegt habe. Lisa, mir gefällt's. Wow, das ist ja voll cool. Da hätte ich ja viel mehr einpacken können. Genau, und ich viel mehr raustragen. Gut, also für jeden Camper nach einem langen Tag hat man auch hier zu zweit genug Platz. Und nicht nur Platz, sondern auch für Romantik ist ein wenig gesagt. So romantisch. Ja. Hey, schau, der Stefan kommt. Ja, hallo ihr zwei. Hey, hi. Hey, was hast du uns da mitgebracht? Ich habe euch noch was Kleines mitgebracht. Ja, danke. Als Überraschung für den Ausklang eures schönen Urlaubes. Also wenn man weiter wegfährt, hat man natürlich viel Zeug dabei, bringt man aber alles in das Gerät rein und wir haben auch schon ein bisschen die Romantik spielen lassen mit dem Sternenhimmel, sind schon sehr begeistert. Das freut mich sehr, so soll es auch sein. Und was zeigst du uns das nächste Mal? Als nächstes Mal kommt ihr gerne mal zu mir und ich zeige euch meinen Zubehörshop, wo du das Geschirr und so weiter bei uns anschauen kannst und ich zeige dir die Werkstatt. Super, bis zum nächsten Mal.